Herzlich willkommen zurück, Ashen Wands, zu einer neuen Folge meines Pyromancer-Runs hier in Dark Souls 3. Wir sind jetzt hier in der Kapelle der Läuterung. Da haben wir uns das letzte Mal, glaube ich, durch hingeschlagen. Wir haben jetzt noch keine Shortcuts hier geöffnet. Das werden wir jetzt in dieser Folge machen. Zum Boss werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil wir müssen ja auch noch die Questline von Patches und Sigwart weiter vorantreiben. Aber gucken wir mal, wie weit wir da heute kommen. So, hier laufen wir erstmal raus. Den nehmen wir auch mal mit. Treffen nicht, super. Also das Free-Aiming hier, das ist auch irgendwie so eine Sache, die ich nicht besonders gut kann, muss ich sagen. Aber hier laufe ich jetzt einfach durch dieses Gebiet durch. Weil ich ja nichts mehr einsammeln will oder einsammeln muss. Deswegen kann ich das einfach schnell hinter mir lassen hier. Rauf. Der Typ da vorne ist immer so ein bisschen nervig. Genau. Habe ich aber noch gut erwischt. Ich habe jetzt hier übrigens die Heiligenbaumranke dabei, weil ich da Zauber und Pyromantien besser damit casten kann oder schneller casten kann. Hoffe ich. Ach! Was ist denn immer noch? Nein, 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 nein! Da habe ich ein bisschen zu langsam geschaut. Ich hätte, dachte, ich hätte den schon getroffen. Okay. Hier liegt noch alles mögliche Zeug zum Einsammeln, was ich aber ja nicht brauche. Da hinten, das was da ganz hinten liegt, dieses Item, ist übrigens so eine Knochenmarksasche zum Verstärken. Ja. Oh, vor lauter Gucken. Ja, okay, jetzt bringe ich mich hier erstmal in Sicherheit. Jetzt bin ich hier so voll Blutegel. Das ist natürlich auch nicht so das Wahre. Muss hier mal so am besten, wenn man in dieses Gebiet reingeht, also wenn ihr das erste Mal durchlauft, nehmt euch eine Fackel mit, weil wenn ihr die Fackel ausrüstet, dann fallen diese Blutegel auch von euch ab. Das mache ich normalerweise auch, wenn ich hier durchlaufe, aber habe das jetzt vergessen in der Eile. So, bevor ich jetzt weitermache, erstmal hier hochheilen. So. Jetzt haben wir den Shortcut hier auch geöffnet nach unten. Mal schauen, ob ich den brauche, wenn ich hier auf der Durchreise sterbe. Die Münze, die nehmen wir mit. Ich glaube, da unten, da liegen auch noch ein paar Seelen rum. Vielleicht gehe ich da doch nochmal runter hier und sammle da ein bisschen Zeug ein. Wenn ich jetzt gerade hier diesen Grabwächter da schon erledigt habe. Hier hilft uns ja wieder der Riese und schießt hier mit seinen Pfeilen. Allerdings müssen wir da natürlich aufpassen, dass wir da nicht dem in die Quere kommen und da in seine Schussbahn laufen. Schon jemand mal Reparaturpulver verwendet? Den habe ich jetzt nicht. Nein. Also ein paar Seelen haben wir doch aufgesammelt.
Also Reparaturpulver habe ich jetzt in Dark Souls 2, glaube ich, ein paar Mal verwendet, aber hier im Dreier habe ich das noch nie gebraucht. Weiß gar nicht, ob man das irgendwie für was man das braucht. Also so lange lebe ich gar nicht, bis meine Waffen irgendwie ihren Geist aufgegeben haben. Ich sterbe immer zwischendurch. Schaue ich mir gerade noch mal so ein bisschen die Landschaft an. Da wachsen hier so Bäume auf der Kirche, auch ganz komisch, auf der Kapelle. Das sieht man dann innen drin auch noch mal. Aber wo die eigentlich herkommen, weiß man gar nicht so. Ach. Hui. Stelle ich mich aber wieder. Komm du da mal runtergesprungen da hinten. Triffst mich doch sowieso nicht hier. Genau. So, damit hat sich das Problem hier auch erledigt. Ja, lauft ihr mir nur nach und sprengt euch selber. Erwischt. Hier diese Feuerkügelchen, die es hier gibt, Rotkäferkügelchen, die Feuer, Feuerabwehr verstärken. Die sind recht nützlich, wenn man so durch Drachenfeuer läuft oder in dieser glühende Lava. In die Katakomben von Katus. Ja, toll. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wieso hat mein Feuer den nicht getroffen? Weiß auch kein Mensch. Weil in die Lava muss man ja rein, um hier diese heilige Flamme zu holen. Die liegt ja mitten in so einem Lavafeld drin. Und da sind diese Kügelchen ganz nützlich. Es ist eh schwierig. Nehme ich den jetzt zuerst? Da oben hängt einer, hier hängt. Also der mit dem Schwert, der ist nerviger. Doch, der andere rennt da rein. Selber schuld. Selber schuld. Selber schuld. So, die schießen jetzt gleich wieder auf mich. Genau, und dieses Lavafeld, da, um das zu durchqueren, da braucht man alle möglichen Hilfsmittel. Also da gibt es diese Pyromantie, starkes Schwitzen heißt die. Die sollte man auf jeden Fall einsetzen. Ich nehme hier das Schwert, weil dies. Nein, nein, nein. Also, jetzt habe ich es aber hier heute. Na komm. So, ich gehe auch ganz schön verschwenderisch hier mit meinen Estus-Flakons um. Ja, jetzt will ich hier hinten drauf springen, weil das nämlich irgendwie angenehmer ist, da hinten rumzulaufen. Uah. Kommt doch gleich einer von oben runter gehopst. Genau das. Den kenne ich doch noch. Vielleicht hopst der nicht mehr. So, ich glaube aber, das war der einzige hier oben. Ich finde das cool, wie man hier den Schatten sieht von dem Typen, der da oben rumläuft. Oh, das ruckelt aber. Okay.
So, und dann laufe ich hier mal mit meiner verborgenen Leiche da durch. Ja, ich hätte die früher einsetzen sollen. Ich weiß. Die Typen hier kann man übrigens auch gut mit Köder schädeln. Oh Gott. Das ging auch schon mal besser. Hier wieder. Komm du her. Also ein eleganter Durchlauf sieht auch anders aus. Ich sag's euch, Leute. So, und bei denen könnte ich doch mal hier nochmal die heilige Flamme probieren, wie das sich so einsetzen lässt. Schon cool, aber die ist ja auch vom Casten her extrem langsam. Ich habe immer gedacht, die wäre irgendwie ziemlich cool für PvP, aber es ist einfach zu langsam. Macht natürlich einen riesen Schaden, wenn man dann hier mal die Gegner getroffen hat, aber die ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist so die allerbeste und beste Pyromantie hier. Aber für die Kristallweisen ist die wohl recht gut. Da wären wir in dem Archiv, wo wir nochmal auf den Kristallweißen treffen, die auch nochmal ausprobieren. Weil angeblich soll das gehen, wenn man das richtig timet, dass der sich dann nicht wegteleportiert. Oder war der Kristallweiße weiblich? Ich weiß es jetzt gar nicht. Da gehen ja immer die Meinungen auseinander, ob der jetzt männlich oder weiblich war. Den jetzt für männlich gehalten, aber was weiß ich schon. Hier ist jetzt der Riese. Den soll man angeblich auch hier so mit Hallo? Re-Aiming und den ja, der trifft mir ja hier drin noch. Das ist ja super. Also ich kann das mit Free-Aiming nicht. Ah, guck mal, wo ich da hinwerfe. Also das macht ja fast gar keinen Schaden. Nee, ich glaube, das lasse ich lieber. Dann warte ich, bis der wieder schläft. Dann laufe ich da jetzt einfach durch. Ich brauche ja hier von dem Krempel nichts. Lass mich durchlaufen. So. Ach, der kommt mir jetzt auch noch hinterher.
Meine Güte. So, jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Hängen wieder jede Menge von diesen. Ah! Genau. Vor lauter rumgucken, wo der ist. Fällt er mir hier ins Kreuz. Für den Riesen brauche ich nachher einen Dolch, um da durchzulaufen. Dann lege ich den mal gleich hier an, solange ich hier in Sicherheit bin. Da oben hängt schon wieder einer. Also die sind wirklich extrem nervig hier. Ah, wie es den hochschleudert. So, jetzt warten wir mal, bis die wieder auf dem Rückmarsch sind. Schauen uns derweil diese Wandornamente an. So. Seid ihr da weg? Wenn man hier übrigens geglootet ist, dann überfällt einen da ein NPC, der Kirk. Und der hat eine ganz interessante Rüstung dabei, die Stachelrüstung. Die habe ich auch ganz gerne an, weil die ist ganz witzig. Die ist nicht allzu schwer. Kann man also als Zauberer oder Pyromancer so mit so ein bisschen hochgelevelter Belastbarkeit auch anziehen. So, was immer hier ist immer. Und wie der Name schon sagt, hat die lauter Stacheln. Ich glaube, die habe ich sogar hier schon mal irgendwo erbeutet. Gucken wir mal. Ja, hier genau. Dornen, nicht Stacheln. Dornenrüstung heißt die, genau. Und passender Gegenstand für den mörderischen Kirk. Und die an sich ist quasi schon eine Waffe. Man kann dann damit nämlich auf den Gegner zurollen oder an ihn dranrollen und damit schon einen Schaden verursachen. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Den Lift brauchen wir ein bisschen später, wenn wir hier dem Patches nochmal weiter verfolgen wollen. Und wir gehen hier wieder zurück. Ja, wie gesagt, das ist nicht viel Schaden, den man mit der Rüstung macht beim Rollen. Aber es reicht oft aus, um dem einen oder anderen Gegner hier dann noch. Den letzten Rest zu geben. So, und jetzt laufen wir hier mal rüber. Hopsen dann hier beim Riesen vorbei. Laufen eigentlich auf seinen Fuß zu. Und den tut er dann da auf die Seite und man kann da ganz gut durchlaufen, ohne Schaden zu nehmen. Weiter geht's. Da oben rechts, wenn man diese Treppen hochläuft, dann kommen wir ja zur Boss-Arena von den Diakonen des Abgrunds. Da wollen wir aber ja im Moment noch nicht hin, weil, wie gesagt, ich will ja Patches und die Sigwart-Quest noch ein bisschen
vorantreiben. Also nicht, weil man das jetzt unbedingt bräuchte, aber die beiden Questlines sind ja eng miteinander verbunden. Patches Questline kann man, oder der ist eigentlich nur ganz nützlich, wenn man viel mit den Köderschädeln arbeitet, weil der einem die im Feuerbandschrein dann verkauft oder auch hier schon verkauft. Zwar um einiges teurer als die in der, bei der Schreinmaid, aber eben in unbegrenzter Menge. Die Schreinmaid hat ja nur ein paar im Angebot. So, jetzt laufe ich hier aber mal rüber. Da ein bisschen unsichtbar. Weil da sind schon ziemlich viele, die mir hier ans Leder wollen. Mache ich das ein bisschen geheimer hier. Und Siegwarts, wo muss ich raus? Da. Siegwarts Questline, die lohnt sich ja deswegen zu verfolgen, weil man von ihm dann eine Titanitscholle bekommt, wenn man die weit genug verfolgt. Und das ist ja eigentlich schon ein Grund, nachdem es die so selten gibt, hier ein bisschen Mühe zu investieren. Da drüben wollen wir übrigens hin. Das ist das Schlafgemach von Rosaria, wo man den Eid des, wie heißt man da, Finger der Rosaria beitreten kann, indem man bleiche Zungen abgibt. Und man kann da drüben dann auch seine Attribute neu zuordnen, wenn man sich da mal irgendwie vertan hat. Aber da sind wir noch lang nicht drüben. Ich mache jetzt hier erstmal die Tür auf. Das ist auch ein Shortcut, den man aber im Regelfall nicht braucht. Hier seht ihr, da unten in diesem Häuschen, das ist der andere Shortcut mit der Leiter, den wir aufgemacht haben. Und hier geht es dann wieder rein über die Dächer. Ich habe diesen Shortcut, glaube ich, noch nie gebraucht. Weiß gar nicht. Aber es schadet nicht, den aufzumachen. So. Und jetzt hier haben wir den Patches stehen. Der hat allerdings die Rüstung vom Siegwart an und ja, tut so, als wäre er der Siegwart. Quatschen wir mal mit ihm. Well, you look reasonably sane. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure? Always so close, yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. Well, did you I know. Okay, der schickt uns also darüber und sagt, da gäbe es die tollen Schätze. Ja, dann laufe ich hier mal los. Aber nachdem der Patches uns ja immer verarscht hier, war das ja schon vorauszusehen. Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. Ja, und jetzt haben wir dann gleich das Problem mit dem anderen Riesen hier, der da aufwacht. Dem hier. Den hätte man auch einsperren können. Habe ich natürlich jetzt vergessen. Oder ich glaube, den hätte man da hinten einsperren können, ja. Hätte man hier nicht das Problem. Dieses... Genau, ich glaube, das hätte man auch irgendwo hochfahren können. Dieses Gitter, aber es ist ja nochmal gut gegangen. So. Weiter im Konzept. Ja, jetzt hat er uns hier irgendwie runtergefahren.
Und hat auch noch dem Siegwart seine Rüstung geklaut. Und wir müssen jetzt eigentlich, ich gehe jetzt zurück zum... ich gehe zurück in die Kapelle der Läuterung, weil wir müssen jetzt sowieso da diesen anderen Aufzug nehmen, um wieder zu ihm zu kommen. Dem Patches hat dem Siegwart hat der Patches ja die Rüstung geklaut und der arme Siegwart sitzt jetzt da unten im Brunnen und wartet, dass ihm irgendjemand seine Rüstung wieder gibt. Wenn man das erste Mal hier das Spiel durchspielt oder im ersten Durchgang ist, dann muss man die Rüstung vom Patches kaufen. Wenn man hier wiederfindet, und die ist nicht mal so billig, der verlangt da richtig viel Seelen dafür. So, ich ziehe jetzt mal den Schlangenring an. Den Katzenring, weil wir müssen jetzt gleich runterspringen. So, und hier patrouillieren lauter unliebsame Gestalten, deswegen werde ich mich hier auch mal kurz unsichtbar machen. Wir müssen jetzt da hinten runter. Also hier gibt es auch noch Items da hinten, aber die sind es nicht wert, dass man da sich irgendwie von denen verkloppen lässt hier. So. Hopp. Kann ich mich da nicht anlocken auf den? So geht das nicht. Okay. So, jetzt mache ich hier wieder hoch. Braucht man es zwar eigentlich gar nicht, aber Riesen einsperren ist immer gut. So, und jetzt hören wir mal, was der Patches hier so seiner Entschuldigung zu sagen hat. I'm Patches. Unbreakable Patches. You seem to be unkindled. Do you have business with me? Ah, oh, yes, of course. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. Look at you. Not a scratch. All's well that... Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. Also der schiebt das jetzt alles auf die Rüstung, aber wir wissen es ja besser, weil der Patches, der verarscht ja jeden hier. Oh, yes. Now, just a little trinket. Kriegen wir noch rostige Münze, besser als nix. You should know, if you're as unkindled as you... Und da hat er auch ein paar Sachen im Angebot. Wie gesagt, die Katharina-Rüstung hat er da, die wir im ersten Spieldurchgang kaufen müssten, wenn wir die dem Siegwart geben wollen. Da ich jetzt hier schon im NG+4 bin, habe ich die dann vom Siegwart auch schon wieder bekommen. Man bekommt die nämlich nach dem Sieg über Jorm in der gottlosen Hauptstadt. Da lässt der Siegwart die dann zurück und wenn man die einsammelt, dann braucht man sie hier nicht nochmal kaufen. Und dann gibt es, wie gesagt, Köderschädel, die als einziges Interessantes hier noch im Lager liegen, aber ansonsten hat er eigentlich nichts, wo ich sagen würde, es würde sich lohnen, hier irgendwas zu kaufen. Und er kommt uns dann sowieso hinterher in den Feuerbannschrein. Das heißt, wir müssen ihm jetzt hier auch gar nichts abkaufen. Ah, jetzt wollte ich hier bloß nochmal gucken. Nee. Genau hier. Habt ihr schon mal diese Katzen da gesehen auf den Wandreliefs?
Ist mir jetzt auch erst aufgefallen, dass da so... Sind doch Katzen, oder? Katzen? Oder Affen? Ne, sind schon Katzen, oder? Ja. Katzen. Also, ich finde, es lohnt sich immer mal genauer hier irgendwo hinzuschauen, weil es da immer ganz nette Sachen zu sehen gibt. Obwohl man natürlich nicht weiß, ob das jetzt irgendeine Bedeutung hat oder nicht. Das ganze Zeug. Aber ich finde die Details hier immer wieder ganz nett. Hier kommen jetzt lauter so Schlapperviecher entgegen. Die hängen hier oben und kommen dann runtergesprungen. Den kann ich schon wieder nicht anlocken. Was ist denn das? Kann ich den so? Re-aiming. Ah. Okay. Igitt. Gut, die hätten wir aber dann auch erledigt. Wo wir schon bei Symbolen sind. Also mich würde ja auch mal interessieren, hier diese Nägel. Oh, guck mal, das bewegt sich hier noch. Oh, ist das eklig. Und da glitscht sowas an der Wand runter. Oh, ich will es lieber gar nicht genauer sehen. Gut, sind wir hier bei der Rosaria. Das sieht ja eher so wie so eine Kinderkrippe hier aus, wo kleine Kinder beaufsichtigt werden. Warum die allerdings da oben hängen, keine Ahnung, weiß auch keiner. Wenn ihr den Kirk hier besiegt habt, wie gesagt, wenn man geblutet ist, kommt der dann und man kann den dann unten da besiegen in diesem See. Dann liegt hier die Rüstung, diese Dornenrüstung, und die kann man sich dann hier abholen. Das ist die Rosaria, da könnte man jetzt den Eid leisten. Dazu muss man ihr die bleichen Zungen geben oder... Man kann dann auch seine Attribute neu ordnen, wenn man das möchte. Kostet auch eine bleiche Zunge. Das geht 5-mal. So, wir gehen aber jetzt in die Kapelle der Läuterung zurück und geben dem armen Siegbart seine Rüstung. Also das mit dem Free-Aim, ich sag's euch. Da kann ich genau davor stehen und treffe den nicht. Nee, das werde ich wohl nie lernen. Gut, der Siegwart hat jetzt wieder seine Rüstung. Wir haben den alten Patches hier auch noch in den Feuerbandschrein gelockt. Und ich denke, beim nächsten Mal können wir dann vielleicht gucken, ob der Patches uns da im Feuerbandschrein auch schon begegnet. Und wir werden dann einen der nächsten Bosse machen. Also entweder die Wächter des Abgrunds oder hier die Diakone des Abgrunds. Muss ich mal gucken, welche man zuerst machen muss. Man muss ja da so ein bisschen die Reihenfolge einhalten, um nicht irgendwelche Questlines zu verbimmeln. Muss ich nochmal
in meinen schlauen Notizen gucken. Ja, dann würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und dann besiegen wir den nächsten Boss. Bis dann. Ciao, ciao.